Hallo Leute, willkommen in Olivers Garten. Ja, worum geht es heute in dem Video? Ja, es geht um die Größe, und zwar die Größe der Töpfe von meinen Chilis. Ich bin von einem User gefragt worden, wie viel Liter eigentlich meine Töpfe mit den Chilis haben. Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, die ich mir eigentlich selber gestellt habe, vor allem weil ich heuer total unterschiedliche Töpfe genommen habe. Ja, schauen wir uns kurz auf jeden Fall an, und danke für die Frage. Und ja, würde sagen, ab mit dem Intro. So, hier bin ich nun mit der Topfgrößefrage. Ja, das ist hier zum Beispiel, ich habe ein kleines Potpourri zusammengetragen an Töpfen, möchte ich dir kurz zeigen. Das ist eigentlich meine kleinste, also der kleinste Topf. Ich habe hier eine Charapita eingepflanzt. Das war wirklich eine der letzten Pflanzen, die ich heuer ausgesetzt habe. Ihr seht, es ist wirklich ein sehr kleiner Topf. Ich schätze so, ja, um die 17 cm circa, mal ja, auch nochmal 17 oder 18 cm im Durchmesser. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch was wird, aber wie ihr selbst seht, ja, ich bin selber erstaunt. Fruchtbildung ist noch da, ich hoffe, es geht sich aus. Also bei der Größe habe ich mir wirklich überlegt, ob ich den nicht beim Überwintern wieder nach drinnen stelle und schaue, wie es hier geht. Ja, dennoch, trotz des eher kleinen Topfes, wirklich eine schöne, buschige Pflanze. Sie fühlt sich sichtlich wohl. Wie man sieht, ja, es ist, ich würde sagen, die Topfgröße steht eben ambivalent zur Größe der Pflanze. Wenn der Topf größer wäre, dann wäre die natürlich viel, viel buschiger und größer, aber auch trotz der Topfgröße fühlt sie sich dementsprechend wohl und hat auch eine dementsprechende Größe. Ja. Ich finde, das ist eigentlich absolut okay für die Charapita. Kommen wir mal kurz zur nächsten. Ja, das ist eine. Ja, die Chili, eine Fatale, ja, das ist ja ca. 25, ja, 22 bis 25 und im Durchmesser so um die 20. Auch eine schöne nette Pflanze, die Fruchtwuchs ist total okay. Man kann wirklich sagen, kann mich wirklich nicht beklagen. Das ist übrigens eine Pflanze, die ich letztes Jahr, eine von den ganz wenigen, die ich durchgebracht habe letztes Jahr, im Vergleich zu einer anderen Pflanze vom Topf her ähnlich. Aber ihr seht, die ist ja wirklich um einiges größer. Also es ist wirklich irgendwie wirklich schwer zu sagen, woran es liegt. Ihr seht, ja, die Stöpfe nebeneinander, da habe ich sogar gesehen, da ist ein Riss im Topf. Den kann ich dann nach der Saison endgültig weghauen, obwohl es ein guter Topf zu sein scheint. Aber ihr seht, ja, ähnlich gleiche Töpfe und die Pflanzen, ja, eigentlich 1001. Man sieht, ja, okay, ja, na, jetzt haben wir ein bisschen einen Unterschied. Das ist die überwinterte und das ist die frisch gezogene sozusagen. Ja. Also bringt mich wieder zu dem Punkt, dass ich wäre heuer wirklich, glaube ich, keine überwintern, außer halt wirklich die Charapita vielleicht. Aber so leid es mir tut, ich wäre nach der Ernte, ja, die Ameisen freuen sich da auch, nach der Ernte auf jeden Fall die Pflanzen leider wegwerfen. Ich werde ein Abschiedsvideo auf jeden Fall drehen, das ist ganz klar. Aber von den Töpfen her, wie gesagt, Frage nach den Töpfen wieder, überwinterte neue Pflanze. Und ihr seht, der Topf ist jetzt auch nicht so groß, weil, um den Vergleich jetzt zu vervollständigen, das ist zum Beispiel, ja, na, machen wir nochmal die, vielleicht zusätzlich, das ist die Schlangenchili. Ja, auch ähnlich groß, aber ich weiß nicht, die Schlangenchili hat sich jetzt nicht so megamäßig entwickelt. Ich glaube, ich habe zwei habe ich schon runtergenommen, zwei Schlangenchili, eines vom Testen und eine habe ich dem Franz geschenkt. Ja, manche Chili wollen halt scheinbar mehr oder weniger Platz, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich habe jedenfalls die gleiche Erde verwendet, das war wirklich eine spezielle Chili-Erde. Das ist es mir wert, liebe Freunde, muss ich wirklich sagen, dass ich zumindest wirklich eine gute Erde verwende, weil das ist wirklich eine Chili-Erde. Und auf die schwöre ich auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, ein bisschen dazu gedüngt, aber nur einmal. Vielleicht liegt es auch daran an. Aber wirklich, Leute, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ja? Also vielleicht wollte die Schlangenchili halt heute heuer wirklich nicht so. Obwohl, wie gesagt, also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Die Früchte sind top. Ja? Kann man wirklich überhaupt nichts meckern. Ja? Bringt uns jetzt, ja, und das, ihr seht, auch wieder von der Topfgröße her wieder gegenübergestellt, ja, also das wird immer spannend, das wird richtig ein gutes Video, wieder mal. Ja, das ist die Riesen-Jalapeno im Vergleich zu Fatale, ja, mit einem etwas größeren Topf. Ja, man sieht, die fühlt sich total wohl, bringt gute Riesen-Chilis hervor,
ist noch immer top, obwohl, wie gesagt, also ich glaube, ich werde jetzt wirklich alle mal richtig abnehmen. Weil ich muss sagen, es hat jetzt schon so, ihr werdet es ja selber wissen, um die in der Früh um die 5, 6 Grad. Und das ist natürlich nicht so ganz ideal, glaube ich, für die Pflanzen. Ich hoffe wirklich, dass sich noch viele entwickeln. Die Verteile kann ich fast eigentlich alle runternehmen. Man muss schauen. Sie sehen, hier ist noch eine grün. Grün-gelb. Ich liebe diesen Farbwechsel, das ist so spannend. Also dass es in der Früh eben schon recht kühl ist und ich glaube, dass es wirklich nicht gut ist für die Früchte, die eventuell noch drauf sind. Also die reif sind, werde ich auf jeden Fall runternehmen. Man muss, wie gesagt, aufpassen, dass sie wirklich rundum grün sind. Das ist wirklich ein schönes Beispiel auch wieder. Hier ist ein schönes Gelb schon, das wahrscheinlich in der Sonne ist, und hier ist noch ein bisschen grün. Also die würde ich noch nicht runternehmen und halt wirklich noch ein bisschen warten. Und die setzt halt auch noch grüne Riesen-Jalapenos, das ist gerade auch noch im Wechsel. Und ja, einige schwarz und grün auch noch da drauf. Ja, die stelle ich jetzt mal runter, die Fatelli. Die muss ich aufpassen, weil die hat schon fast ein Übergewicht, dass die nicht umfällt. Naja, und das sind meine... Mit einer Hand ist das ziemlich schwer, entschuldigt, dass ich das so live mache. Ja, das ist die Chaufsch. Ja, also das sind so meine Standardkübel, die ich so habe, weil ich das wirklich von einem super netten User gefragt worden bin. Ich weiß leider Gottes jetzt nicht, woher er stammt. Aber ja, ich werde es dann unten einblenden. Das ist mein Standardtopf. Also Höhe 28, glaube ich, also entweder 30 Höhe und 28 Durchmesser, gefüllt mit auch Chili-Erde mit guter. Ja, das ist halt wirklich die Pflanze, die sich wohlfühlt. Also deswegen habe ich die Töpfe wirklich total gern. Ich habe geschaut, wie viel Liter die hat. Man kann sich wahrscheinlich ausrechnen. Irgendwie 30 Durchmesser, 28 Höhe, also so um den Daumen. Ich habe aber jetzt gerade nichts gefunden, wie man sich das ausrechnen kann. Vielleicht kann man das eine in die Kommentare reinschreiben. Das ist mein Standardtopf. Schaut mal die Pflanze an. Ich liebe sie einfach. Ja. Mag sein, dass der Riesenkräuter, Riesen-Jalapeno. Wie gesagt, die Töpfe sind ja ähnlich groß von der Menge her und von der Erde. Ich glaube, das ist auch für mich die ganz ideale Topfgröße. Wie gesagt, also ich glaube, ich habe für den, glaube ich, 3,50 gezahlt. Also wirklich auch ein absolut Top-Preis für die Menge, die ich habe. Ich werde vielleicht nächstes Jahr wieder mal aufstocken. Schaut euch die Pflanze an. Ich stelle jetzt mal den runter und... Die neigt sich da ordentlich zur Seite. Muss mal aufpassen. Ja, unbedingt beschweren die Pflanzen. Also, ja, ich habe jetzt den Drehteller leider vergessen. Aber, schaut sich die an. Ja, da leider, wie gesagt, oben, da sind die Wasserschäden, glaube ich. Aber, also, das ist ja wirklich ein Traum von einer Pflanze. Also, in der Totale hier. Also, ich glaube, ich werde ein Foto machen und bei meinem PC das als Hintergrundbild verwenden. Wirklich ein absoluter Traum. Da will man richtig zugreifen. Macht total Spaß, hier zuzuschauen. Ideale Topfgröße, wie ich meine, von allen Seiten ansehnlich eigentlich. Man sieht aber, wo die Sonnenseite, glaube ich, war. Aber naja, also von der Topfgröße bin ich total begeistert von denen. Ah, da ist eine kleine Schnecke drauf, sehe ich. Was hat die da verloren? Ja, alle Chilis top drauf. Wie gesagt, also ich habe mehrere von den Töpfen. Auf die setze ich. Das Problem war heuer wirklich die Anzahl der Chilis, die ich hatte. Ja. Ich habe wirklich Unmengen, leider Gottes unter Anführungszeichen, angepflanzt. Und ich habe wirklich nicht mehr gewusst, wohin damit. Deswegen habe ich die in die kleineren Töpfe setzen müssen. Und ja, das war wirklich ein bisschen eine ungute Geschichte. Ich werde mich wirklich gelobe Besserung und werde auf jeden Fall weniger anpflanzen kommendes Jahr, weil da kommt man wirklich ein bisschen ins Straucheln. Ja. Ich habe hier, ich werde es euch noch mal ganz kurz zeigen, meine Töpfe, wo ich wirklich dann die übrigen reingesetzt habe, und macht sich dann selber ein Bild. Aber ich hoffe, ich konnte die Topffrage ein bisschen klären, ob es die Größe nun ausmacht oder nicht. Ja, schlussendlich, ja, natürlich macht es die Topfgröße aus, aber die Technik ist auch nicht ganz irrelevant. Gut, also kommen wir zu den Töpfen, wo mehrere Chilis drin sind, und bis gleich. Ja, hier ist einer von den Chili Pots mit unterschiedlichen Chilis hier. Das ist der Five Colors Yucky Blue. Also, das ist wirklich ein Exempel dafür, wirklich. Das ist Five Colors, wirklich mit ein kleines buschiges Sträußchen, nämlich. Ja. Hier haben wir noch einen Arabibi Gusano, eine Fatelli,
einen Yaki Blue, was das ist, weiß ich nicht. Oh ja, das ist glaube ich auch noch vom Fratelli. Eine violette Laterne, ganz spannend, auch sehr spät reif geworden. Jetzt werde ich auch noch verkosten. Schaut sich das an, wie schön die leuchten. Ein Traum, schaut's einmal. Also das ist wirklich eine wahre Augenweide. Violette Laterne. Wow. Und die hängen genau bei der Jackebusch. Schaut sich die Früchte an, schaut mal, wie groß die sind. Ja. Wahnsinn. Und hinten der Mushroom. Also ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Pflanzen in der Kiste und unterschiedlich lustigerweise auch, wie groß die Yaki Blue ist. Oder ja, also das ist wirklich, also irgendwie ist es ein Konglomerat. Das Problem ist natürlich, dass sich die eventuell fremd bestäuben können, das ist schon richtig. Ja. Muss ich mir überlegen, ob ich die Samen hier lasse oder nicht. Aber wow, schaut sich dieses Gelb an, das ist doch ein absoluter Obertraum, oder? Jedes Mal komme ich in Schwärmen, ja. Also wirklich vom Feinsten. Das ist die zweite, ihr seht es, aber schaut, sie fühlt sich wohl, die Pflanzen fühlen sich absolut wohl. Hier ist Habanero Tropical Red Chilis, auch in einer Topform, auch super riesige Pots. Tut mir leid, dass man das jetzt so nicht sieht, gescheit, aber ich versuch's. Ganz, ganz schön. Hier ist ein Variegata. Habe ich ja die Pflanzen, also die Früchte gekostet, schmecken mir jetzt nicht so unfassbar gut. Ich glaube, das ist wirklich die schwächste Chili, die, also so vom Geschmack und so, die ich kenne. Aber auch wieder spannende Blätter, dennoch regenbogenartige Pods und dann schlussendlich reifen sie rot ab. Was ist das da? Das ist ein Schokohabanero, interessant, ja. Ich muss da mal rüber. Ja, Schokohabanero, ja, klar. Hier ist er, ja. Ah, da ist aber auch noch einer, ja. Da wird irgendwie nicht wirklich was draus. Was ist das da? Ein Trinidad Red Scorpion. Ja. Na, der wollte nicht so richtig, wie ihr seht. Sie ist zwar in der Höhe geschossen, hier ist noch eine Blüte dran. Sorry für das Gegenlicht, ich gehe mal rüber. Und das, ja, was ist das? Snow White Drops, ja. Na, das schaut auch ganz gut aus, ja. Also das dürfte noch passen. Habe ich auch noch nicht gekostet. Oh. Richtig, ach Gott, sind die cool, ja. Snow White Drops, vom Feinsten wirklich. Genau, ich glaube, da werde ich mir, glaube ich, einen geben. Nachher, ah, hier, die führt die auch hier oben rauf. Und was sind, ja genau, das sind nochmal die Habanero Tropical Red. Gut, super, 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 schaut sich das an. Das ist ja Wahnsinn. Also, die fühlt sich hier am wohlsten. Na, was rede ich da eigentlich? Schau, ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Das ist die White, es ist eine White Bubblegum. Schaut aber nicht nach Bubblegum aus. Na, ich glaube. Ja, das ist halt das Problem, ja, das ich leider Gottes hatte. Also, ich glaube nicht, dass das White Bubblegums sind, ehrlich gesagt. Aber, ja, die muss ich noch ein bisschen. Na, keine. Ja, das ist halt das Problem, ja. Das sind. Sind das White Bubblegum? Gute Frage. Momentan sind sie noch nicht weiß, aber die sind nicht white, ja, das sind irgendwie anders. Ja, das ist mein Problem, leider Gottes, dass mir die Tags verloren gegangen sind. Also bei denen, die eigentlich da drin sind, jetzt sehe ich, habe die Tags überall reingegeben, hätten sie schon passen sollen, aber manchmal bekomme ich halt auch Chili-Kerne, die halt vielleicht nicht gescheit beschriftet sind und oder halt irgendwie falsch etikettiert worden sein, aber macht nichts. Bin trotzdem gespannt, was hier noch weiter rauskommt. Bringt das nochmal zum nächsten. Leider auch Gottes auch ein unbekannter Pflanzentopf. Das weiß ich schon jetzt, das sind auch Schokohabanero. Das, ja, das dürfte Green Scorpion sein. Schaut euch das an, ein Traum. Ein Traum. Green Scorpion, obwohl nicht Green, sondern Orange. Aber oder vielleicht ist das ein Green Scorpion, das kann natürlich auch sein. Bleibt der Green oder nicht? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Drehen wir nochmal ein bisschen. Und das, längliche Teile, dürfte der Goronglong sein. Bin schon sehr gespannt. Länglich, schmal, Goronglong, glaube ich. Weil den habe ich noch nicht am Radar gehabt, obwohl, wie gesagt, den habe ich auch eingekauft. Ja, mit ein bisschen Glück wird er auf jeden Fall auch noch. Goronglong. So genial. Ja, und das ist hier der dritte, den habe ich das gegeben. Zwei Chilis, ja, das ist ein Glockenpaprika. Und das ist ein, was ist das? Ein Brown Egg, genau. Brown Egg sind das.
Obwohl ein User gemeint hat, na, das sind keine Brown Eggs, glaubt nicht dran, aber das sind definitiv Brown Eggs. Freue mich auch schon drauf. Es ist ein ganz normaler Paprika, glaube ich. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal ins Chili Quickie reintun. Bin schon sehr gespannt. Auch eine sehr schöne Pflanze, obwohl auch nicht so groß. Aber ihr seht, so groß wären nur zwei. Und das sind mehrere, ich weiß gar nicht, wie habe ich jetzt gezählt? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Also 8 Pflanzen in so einem Drum. Eigentlich ein Frevel eines jeden Chili-Freundes. Aber ja, mir ist nichts anderes übrig geblieben. Aber ihr seht, Experiment geglückt, würde ich sagen. Ich freue mich trotzdem. Ja, ich hoffe, ich konnte die Topf-Fragen halbwegs gut beantworten. Hier nochmal ein Tropical Red in einem kleineren Topf. Ein riesen Rocotto, wow. Auch in einem normalen großen Topf. Ja, der riesen Rocotto, den hätte ich auch noch so gerne mal gekostet. Ja. Spannende Sache auch, aber ich sehe ganz wenig Früchte, nur der ist mir auch sehr, sehr spät geglückt. Vielleicht braucht er doch mehr Platz, der ragt empor. Aber hier wirklich, ja, das wird leider, glaube ich, heuer gar nichts mehr. Ich hoffe noch auf den da und auf den, dass ich ein paar Samen sichern kann. Ja, das wäre mir noch wirklich richtig recht, weil auf Rocotto habe ich mich richtig schon gefreut. Auch hier noch der unaussprechliche, da freuen sich auch noch einige abgenommen zu werden. So, warte ich noch, um das nochmal zu komplettieren. Ja, hier nochmal ein Yaki Blue, auch in einem meiner Lieblingstöpfe. Ja, also wie man sieht, top gedeiht, wirklich super Pflanze. Vom Feinsten, na, Wahnsinn, ich habe schon vor dem Abschied Angst, gefällt mir gar nicht. Ja, das ist eigentlich der größte Topf, den ich habe, aber eben, wie gesagt, hier ist der größte Topf, den ich habe. Das ist ein Aribibigusano und man sieht, also natürlich oben ist wirklich was los, aber unten, ja, ist okay, aber ja, die Frage ist halt, sind die Früchte dementsprechend groß? Wie schaut es aus, wenn die in einem kleinen Topf sind? Ja, wieder weitere Fragen, super gemacht, Oliver. Aber ja, so schaut es aus. Wie gesagt, das ist der größte Topf, den ich hier habe. Ja, vielleicht sind die Früchte dann wirklich größer. Ich weiß halt nicht, wie die Aribibigusano normale ausschauen, aber spannend auch, diese Chili-Form, wirklich super. Na gut, soweit zur Topfrei. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Antwort geben. Freue mich schon auf ein nächstes Video. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Das würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert mich, drückt die Bell-Notification, die ihr uns seht. Verpasst nie wieder ein Video von mir. Bleibt mir gewohnt, bleibt gesund und liebe Grüße aus Wien, euer Oliver.